Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trade Connection Switzerland Event Video. Wir stehen hier noch in Breslau. Und ja, wie soll es anders sein, nachdem man schläft? Redet es wieder? Die Schnecke dazu liegt eigentlich schon bei 80% bei mir gerade, irgendwie. Also bei 90. Wir schauen mal, ob wir einen Auftrag bekommen. Nach. Zurück in die Schweiz. Ja, sogar nach Genf. Ich würde aber lieber nach Zürich, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten würde ich dann irgendwie nach Innsbruck fahren, von Innsbruck aus dann rüber. Ja gut, der wird Dings auch nicht haben, würde ich sagen, fahren wir dann von München aus nach Zürich. Also fahren wir erstmal nach München im Auftrag und dann fahren wir entweder von dort aus mit dem Auftrag nach Dings. Wenn wir aufsteigen nach Zürich oder halt Bobtail. Aber dann fahren wir erstmal 18.336 Kilogramm Äpfel für 15.103 Euro nach München zu Carrefour. Okay, wir fahren los. Hoffnung, dass der Regen schnell aufhört. Die 39 Kilometer bis Euroakris erstmal fahren. Mittlerweile. Also ich nehme ja wieder. Biege nach rechts ab. Wie im vorherigen Video gesagt, vom ATS. Nehme ich dieses Video direkt im Anschluss an, auf. Und mittlerweile sind hier im Zimmer 29,5 Grad. Biege nach rechts ab. Ach, Spaß. Sehr spaßig. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Morgen könnte es dann wahrscheinlich zwei Aufnahmen geben. Feriengewitter. Zumindest von der aktuellen Prognose her. Soll es ja den ganzen Tag über gewittern können. Also kann sein, dass. Gut, man hört es nicht. Also wahrscheinlich nicht. Ich meine nicht. Also, ihr werdet vom Gewitter wahrscheinlich nichts mitbekommen. Das bin dann nur ich. Soll das dazu kommen? Geradeaus. Das ist auch belastend, dass es eine komplette Nachtfahrt ist. Ne? Also ich hoffe, wir fahren nicht allzu viel Landstraße, weil Landstraße ist das ist auch nichts. Obviously, weil die Sonne gerade wieder am Ballern ist. Biege nach rechts ab. Bin ich ja mal gespannt, wie die Plane für die Gartenmöbel hält. Gestern erst noch eine geholt. Oh ja.
Ich hab gehört, wir haben heilen Schlag. Rechts abbiegen. Den darf ich wieder kaputt fahren. Biege nach rechts ab. Ich weiß auch nicht, warum ich das so für eine schlaue Idee gehalten habe, Gas zu geben. Wo ich doch so wenig sehe. Und es noch regnet. Endlich, wir sind da. Ich weiß ja nicht, ob es umsetzbar ist mit dem Brems-Sound mit dem neuen, aber als ob man das einstellen kann, dass der irgendwie nur auf Terrain XYZ. Zeit zu gehen. Greif, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat. Aber so. So wirkt es halt doch gerade ein bisschen weird. Okay, wir fahren scheinbar nochmal ein bisschen Landstraße jetzt. Super. Dann geht's auf die A11 bei Prag. Dann geht's auf die A5. Wechseln wir auf die A5. Von der A5 durch, dann geht's nach Deutschland rein, auf der A6. Dann geht's bei Nürnberg wieder auf die A9. Und dann fahren wir nach München rein. Einfach dann im selben Video dann noch die Fahrt ranzuhängen, wenn wir noch eine Fahrt mit Auflieger bekommen oder das vielleicht als zweites Video für den Tag zu machen. Machen wir das schon direkt einfach hier drin. Vielleicht dann schon merken bei der Statistik. Biege nach rechts ab. Tanken muss ich nicht. Volle Konzentration, bis es dann auch endlich auf Autobahn geht. Oder Schnellstraße oder whatever. Auch nicht mal allzu weit. Dann müssen wir aus dem Regen rauskommen. Dann ist alles wieder perfekt. Gut, oder wenn es Tag wäre. Eigentlich muss ich echt mal, wenn ich einen neuen LKW habe hier, also ein neues Modell,
mit dem automatischen Fernen nicht mal einfach spaßeshalber testen. Diese Wärme. Ja, das Feature ist schon echt nice. Also kann echt nice sein mit der adaptiven Geschwindigkeitsregulierung. Aber ja, die adaptive Geschwindigkeitsregulierung kann ein Fluch und ein Segen sein. Und dann sind wir jetzt in der Tschechischen Republik, bzw. in Tschechien. Dürfen sogar schneller fahren. Wenn jetzt doch wieder der Kreuzung. Immer gerade. Oder siebte Kreuzung, keine Ampel. Könnte ruhig schon langsam ein bisschen mehr Tag werden. So für meinen Geschmack. Ist aber dicht dran vorbeigefahren. Scheiße, die ich mir heute einfahre durch die ganzen Umstände hier. Vielleicht irgendwann mal wieder einfahren müssen. Zum Glück bisher alles nur auf dem Truck. Aber viel bekommen wir ja auch nicht. Echt unfahrbar mit der Sonne. Und wenn es dunkel ist, in-game. Und mit der Wärme noch dazu. Oh, mein Gott.
Dann fahren wir durch Prag durch, oder? Aber dann haben wir jetzt mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Also nicht allzu sehr abhängig jetzt vom Dings, vom ausfallenden LKW. Sind auch so gut wie noch nicht vorangekommen, ne? Wir sind in Prag. Fahren wir durch Prag durch. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wenn ich mich auch gleich nochmal direkt dran setzen, die ganzen Videos zu bearbeiten. Geradeaus. Hä? Hä? Wild? Das habe ich auch noch nie erlebt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, fahr doch weiter. Nimm diese Ausfahrt. Lauf mal zurück, habe ich gar nicht gemerkt.
Okay, rechts wird sogar nach München gehen, aber da fahren wir nicht hin. Doch, fahren wir hin, aber meint, das andere ist ja Frankfurt über uns. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Das ist ja Frankfurt da oben gewesen. Kilometer noch bis München. Dann brettern wir mal dahin, ne? 328 sogar eigentlich. Überlegen, was ich noch einkaufen hier heute. Dass ich jetzt wieder für ein paar mehr Tage einkaufe. Einfach mal das Fenster aufmachen, auch wenn es draußen nicht wirklich viel kühler ist als hier drin, aber. Aber ich passe dennoch. Ich muss doch nochmal ausmessen hier die Tür wegen Fliegenkiller. Oder? Bald auch wieder. Vielleicht sogar schon von München aus Richtung Zürich. Sehen. Immer geradeaus.
mir gerade nicht überlegen. Ich habe ja, glaube ich, im vorherigen Video, glaube ich, irgendwas gesagt von wegen. Achso, ja, jetzt weiß ich wieder. Super. Man muss es nur einmal auch laut aussprechen. So, 99 Kilometer noch. Glaube ich. Irgendwas mit dem Dreh nach Nürnberg. Und dann fahren wir Richtung München. Das sind noch 200 Kilometer bis Carrefour. Weil entweder ich bin blind oder ich sehe einfach Schmütchen nicht mehr. Okay, ich war scheinbar einfach nur blind. Ist auch recht spannend, wie es einfach hier bergauf und bergab geht, auf unterschiedlichen Ebenen. Gleich unsere Ausfahrt in München und wechseln dann auf die A9. Jetzt muss ich dicht am Auffahren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Da hinten brennt's. Bitte rechts halten. Schnell weg hier. Bitte links halten. Schnell weg hier. Dann haben wir einen Endspurt zumindest für diese Etappe.
Wälder. Fast bei München, 110 Kilometer noch. Fast bei München, irgendwie fahren jetzt erstmal von Lübeck runter natürlich. Ne? Eine schöne Fahrt ist er ja noch. Und nachher werden wir noch ein bisschen Fahrt nach Zürich. Eigentlich muss ich ja wirklich bei der Statistik eigentlich drauf achten, weil eigentlich wäre dann ja die Fahrt von München nach Zürich dann diejenige, die relevant ist. Na, dann machen wir denn, dann hängen wir das auf einfach noch hier ran. Eine Fahrt von München nach Zürich, wenn wir von München aus was nach Zürich bekommen. Also fahren wir halt ohne Auflieger. Eigentlich fahren wir ja komplett in der Münchner Zentrum, glaube ich. Nicht München Nord oder so. Aber ich weiß es nicht. Moment, fahren wir jetzt auch nach München rein. War ich jetzt ja auch noch nicht seit dem Rework. Hier. Ich weiß, sonst heißt er rechts rüber. Rechts halten und dann rechts abbiegen.
Ach ja, Mädchen ist doch schon nice. Ich glaube, ich bin auch nur einmal dran vorbeigefahren. Demnächst links abbiegen. Ich weiß schon gar nicht, ob da kriegt es dann auf oder so. Biege nach links ab. Das war kurz davor, keine Ahnung. Wir sind heile angekommen. Auch schon wieder ewig, ja. Dann machen wir eben fix ab. Kassieren die Kohle. Oh, neues Level. Das heißt, es geht jetzt auf. Ich glaube, ADR. Jetzt haben wir gerade in Klasse 8 mit ätzenden Stoffen, Substanzen, die organisches Gewebe auflösen und bestimmte Metalle stark korrodieren lassen können. Beispiele hierfür sind Schwefelsäure, Salzsäure, Kaliumhydroxid oder Natriumhydroxid. Auf uns haben bla gibt es auch, aber da gucke ich nicht nach, ansonsten backt das wieder rum. kriegen wir noch einen Auftrag rein nach Zürich? Ja, dann fahren wir nochmal Dosensardinen. Die restliche Strecke von Eurogoodies nach Stokes für 11.500, 18 Tonnen. Los! Ist auch perfekt, der gegenüber. Biege nach links ab. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und ihre. Dann also haben wir sich unsere 18 Tonnen Dosensardinen. Das habe ich scheinbar hier nicht eingestellt. Ja, mit Motor wäre das noch sinnvoller. Na alles. Fertig zum Losfahren. Dann heben wir das gute Ding mal wieder an. Und weiter geht's. Dann jetzt aus München wieder raus, auf der A96 wieder gehen Österreich, dann fahren wir uns auch die R14 und dann wieder über St. Margrethen Zoll geht es dann rüber nach in die Schweiz und dann fahren wir auf der 1, der 1L, der 1H, dann sind wir, wechseln wir auf die 3 und die 4 und dann sind wir da. Oh Mann. Schon mal links einsortieren.
Fall mal zwischendurch tanken. Und ich muss mich rechts halten. Ja, baller ruhig rein, wa? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schon wirklich auf, wie ich die einfach auf No Risk No Fun fahre mit 90, aber die Fahrtstrecke jetzt. Alles super. Dann fahren wir jetzt in der Nacht wieder rein, wa? Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Was ja eigentlich nur überlegen ist, meist sogar tatsächlich. Aber der fährt ja auch 90. Und an die 90. Aber jetzt einen Kilometer bis Zürich. Laut dem zumindest, da 33. Das Einzige, was nervt, ist das Gebibbel. Ach. Das stört uns doch zu sehr. Nachher träume ich davon noch nachts. Machen wir mal, wenn jemand hier sehen. Muss man mal vorbeikommen. Ey, lass mich jetzt nicht jetzt zurückholen, obwohl ich schon schnell bin.
übrigens noch schneller fährt als 85, das ist ja crazy. Ist aber auch nicht locker, ne? Bitte links halten. Endlich kein Gebimmel mehr. Ich muss es ja sagen. Ein bisschen beeilen, damit wir noch hinkommen, wo wir pinnen können. Kommt hier noch was? Ja. Wir knüppeln ja schön, ich klimm wieder runter. Schon fast direkt tanken. Dann ist das auch schon wieder erledigt. So, einmal kurz tanken für 1,79 € und insgesamt 1.107 Euro für 618,56 Liter. Dann pennen wir mal kurz. Uhr 51, Kredit von 87. Am Ball haben wir jetzt mal die restlichen 227 Kilometer runter. Heißluftballon im Hintergrund. Ich habe gestern auch kurz gedacht, dass ich den Heißluftballon höre, aber dann wahrscheinlich jemand anderes. Vielleicht auch mal wieder nur ausgebremst hier. Interessant, dass wir 17 Grad haben, obwohl wir eigentlich Sommer nicht jetzt 2 haben. Sind auf 16 Grad out. Vor allem halt auch in der Berge, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen.
Ausfahrt rechts. Aber was? Mache ich ja nicht mehr so. So, wenn ich wieder durchbringen es durch. Halten. Das Prozedere, das kann man mittlerweile. Biege nach links ab. Da ist zu viel Tempo noch drauf. Wollte ich jetzt gerade trinken. Und nicht auf M drücken. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja, ist doch gut. Weiß ich, sehe ich. Also wir sind höchst. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Oh, und einer mit dem Schrägen run. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Ich fahre beim nächsten Mal einfach über den scheiß Parkplatz.
jetzt rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Weil da sind 32 Grad hier drin. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bin mal gespannt, wie es dann morgen wird, weil morgen soll es ja eigentlich auch wieder so warm werden. Und dazwischen soll noch gewittern, also es wird auch geil werden. Ein Heißluftballon oder ist es derselbe? Los. Und noch eine Bahn, die sie quasi zurücklegen. Dann noch bis Zürich. Dann will ich mal wirklich jetzt runter, damit ich jetzt nicht noch mehr in der Nacht fahren muss. Eine Nacht und hat gereicht. Mittlerweile hätte ich auch nicht mehr fahren können, aber... Der Bus musste ja auch erstmal eben herfahren. Das ist aber auch ein wilder Fall bisschen gewesen. Schön links bleiben, dann sind wir auch gleich hier bei der Stadtautobahn von Zürich. Ja, da sind wir zumindest nicht ganz so
sind wir bei Nacht gefahren jetzt nochmal. Zum Ende hin. Ausfahrt rechts. Ich möchte gerne nach rechts denken, danke. Ich brauche nur 500.000 Mal auf rechte Pfeiltaste gedrückt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Woanders kann ich eh nicht hin. So, 24 Kilometer noch. Rechts halten. Und dann rechts ab. Ampel bekomme ich nicht mehr. Boah, doch. Biege nach rechts ab. Ich hab's nicht mitgerechnet. Hier. Die Ausfahrt, die kommt noch. Das, was ich gerade denke, spreche ich jetzt mal noch nicht aus. Das sage ich gleich. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Jetzt kann ich es, glaube ich, sagen. Ich bin echt überrascht, dass ich so einen langen Zeitraum eigentlich auch so schnell unterwegs war, jemand 90, dass wir nicht irgendwie geblitzt wurden. Rechts halten. Zumindest nicht, was die Geschwindigkeit betrifft. Geradeaus. Rechts abbiegen.
rechts abbiegen. Ja, wahrscheinlich wieder diese eine Laderampe, oder? Wirkt gerade so gut, so. Nee. Eine andere. Also ausgerechnet da, wo ich gerade hinfallen muss, das ist einfach so hell ist auf dem Bildschirm. Ist auch nicht optimal. Laden wir mal die Fahrt ab. Ausgezeichnete Dosensardinen von München nach Zürich geliefert, gefahren, Strecke 395 Kilometer, Dauer 35 Minuten, Verbraucherkraftstoff 229,8 Gallonen. Das war der 216. erledigte ETS-2 Bedarfsauftrag, es gibt 11.500 dafür und 583 Erfahrungspunkte. Dann fahren wir noch eben kurz auf andere Straßenseite zur Werkstatt und legen uns dorthin. Zwar zum Eckewendler. Das, wenn ich es richtig sehe. Weil wir können ja nicht pennen. Dessen angenommen wird. Ich liebe es. Dann machen wir es nochmal hier. Sehr schön. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Trade Connections Switzerland Event oder vom Cruising Nebraska Event, wo er nicht mehr allzu viel aussteht. In dem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.